Hallo und herzlich willkommen zurück zu Kingdom Hearts Dream Drop Distance 100%. Wir sind jetzt immer noch am Kisten sammeln. Hier der Aufnahmesession. Aber wir sind jetzt in den letzten Welten. Also es ist nur noch diese Welt und zwei weitere. Okay. Ich kann nicht wirklich behaupten, dass es hier so wirkt, als gäbe es irgendwas. Hatte ich das schon gemacht? Wohl nicht. Okay. So langsam müsste ich mir eigentlich anfangen, schon was hochzuladen von dem Spiel. Bis jetzt habe ich noch keine Folge hochgeladen von denen, die ich aufgenommen habe. Aber ich bin mal wieder permanent anderweitig beschäftigt gewesen. Also während dieses Spiel hier zwar eigentlich das aktuelle Let's Play-Projekt ist, ist eine Kiste. Ist die echt? Die sieht so offensichtlich aus. Ja klar. Wie viele Kisten brauche ich denn überhaupt? Zwei. Noch ein Freundschaftsportal. Okay, die war echt. Wird jetzt noch eine Kiste.
glaube, ich habe die Kiste gefunden. Mhm. Jo. Kisten haben wir alle. Das heißt, wir suchen jetzt noch zwei Portale. Ach ja. Komm schon. Irgendwo ein Portal. Ich weiß gar nicht mehr, wie groß die Welt war. Nein, der Kistenmenge klingt sie nicht so groß, aber wer weiß. Hier ist ein Portal. Kampfportal. Wir sind schon Level 79. Nach 20 Level haben wir wahrscheinlich das Maximal. Okay. Na komm.
Okay. Wenn ich zurückgehe, kommst du bloß die normale Richtung, ja. Oh, und es ist auch wieder verdreht, sobald ich hier reingehe, okay. Ja gut, es ist aber auf keiner Drehung irgendein Portal zu sehen gewesen, also weiter. Ist das nicht schon der Bossraum? Wahrscheinlich nicht. Das ist der Raum, bei dem man die Höhen verstellen kann. Vielleicht ist ja auf jeden Fall an diesen erhebenden Plattformen irgendwas. Ah ja. Okay, ein Spezialportal hätten wir damit schon mal. Eigentlich muss ich jetzt noch zum Boss. Was macht dieses Ding jetzt? Ah, das erhöht die Plattform. Das hätte ich wahrscheinlich zuerst aktivieren sollen. Okay.
Ja, gespannt, wie schwer der Boss wird. Sein Konterteil war ja jetzt nicht so die Herausforderung. Und ich meine, kann es sein, dass ich mit Rico bis jetzt alle Kämpfe geschafft habe? Die Schrecke habe ich geschafft. Den Maulwurf habe ich geschafft. Mehr hatte ich noch nicht. Ja, ich habe bis jetzt alle Kämpfe geschafft. Mal sehen, ob ich den hier auch schaffe. Aber gut, wenn man Level 79 ist, dann sollte man noch diese Kämpfe, denke ich mal, langsam schaffen. Okay. Gut, das Kampfvorteil war jetzt kein größeres Problem. Yeah.
Oh Mann, es hat natürlich beide erwischt. Und das war's. Okay. Ja, gut. Den habe ich auch einigermaßen gut fertig gemacht. AP-Höchstwerk erhöht. Und damit sollte ich mit der Welt fertig sein. Zumindest was die erste Runde angeht. Gut, damit bleiben jetzt noch zwei Welten übrig. Nee, noch nicht hier. Immer noch diese Welt für uns. Insgesamt fehlen mir noch 23 Schätze. Und davon sind 9 hier. Die meisten sind also echt noch in Travers. Okay. Ja. Ich nicht ganz genau wüsste, dass ich wahrscheinlich diese ganzen Gegner besiegen muss.
Damit ich halt entsprechend Level und anderes Zeug kriege. Für die Geister. Dann würde ich sie ja jetzt alle skippen, aber... Da ich dem nicht sicher sein kann, ist das halt momentan noch nicht der Fall. Ah, hier komme ich nicht weiter. Das wäre Soras Weg, glaube ich, gewesen. Hier war ja, glaube ich, nichts oben in dem Raum. ...20 Sekunden für alle Geister besiegen. Das ist nur Stufe 1, okay. Das war mal ein einfaches Spezialportal. Die habe ich auch. Also die wahrscheinlichste Sache ist ja sowieso, dass wir wieder an der Stelle sind, wo ich schon mal Kisten übersehen habe. Auf dieser Plaza. Aber ich sehe trotzdem 9 Stück, also... Ach ja, das ist doch... Ich weiß nicht, die Kampfportale... Da ich sie noch nicht herausgefunden habe, dass sie mir irgendwas bringen sollen, finde ich sie so langweilig, dass ich super genervt bin von denen. Gut, die fehlt mir noch.